Danke. Jetzt, Frank, den Einstieg. Gut, dann auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf über unser Enterprise 2.0-Programm, das in den letzten vor allem 2 Jahren bei uns lief, das mich, wie die Vorrednerin gesagt hat, das mich bis Ende letzten Jahres noch aus einer anderen Perspektive beschäftigt hat. Ich war da verantwortlich unter anderem für den Service Desk und da hat mich primär mal interessiert, haben die Jungs das Ding gut gebaut, sodass ich möglichst wenig Incidents abkriege? Ja, das haben die gut gemacht. Zu dem Zeitpunkt war dann eigentlich auch schon klar, dass ich in diesen Bereich wechsle. Am Anfang auch von uns ein paar Folien zu Audi. Ich werde das ganz schnell machen, dass wir dann auf den eigentlichen spannenden Inhalt kommen. Ja, wir als Audi sind Bestandteil einer großen Familie des Volkswagen-Konzerns mit seinen 12 Marken. Und ja, wir sind da nach wie vor stolz drauf. Wir müssen eine große Komplexität managen, nur ein paar Slides, die das verdeutlichen. Das ist unser Produktportfolio, Stand März 2015. Wer jetzt ganz schnell zählen kann, das sind 52 Modelle, die wir weltweit auf dem Markt haben. Und dann haben wir noch diverse Töchter, die auch noch eigene Produkte haben, die an vielen Standorten weltweit produziert und entwickelt werden. Eine Anekdote, Sie sehen da oben Italdesign, Moncalieri, das ist in der Nähe von Turin. Und dort waren wir im Mai und haben dort mit den italienischen Töchtern, mit Italdesign, Lamborghini, Ducati, darüber gesprochen, wie die auf unseren Zug mit aufspringen können, wie die unsere Plattformen künftig auch nutzen wollen. Und da habe ich von dem HR-Director dort eine ganz spannende Aussage gehört. Im Jahr 2014 war ein Viertel seiner Mannschaft, ungefähr 1000 Leute hat er insgesamt, ein Viertel seiner Mannschaft war jede Woche im Flugzeug. Das müssen Sie sich vorstellen. Jede Woche 250 Menschen im Flugzeug nach Ingolstadt, nach Wolfsburg, wo auch immer in der Welt, VW-Konzern. Sie können sich vorstellen, was das für Belastungen für die Firma, aber vor allem natürlich auch für die Mitarbeiter und ihre Familien sind. Und wenn wir da durch unsere Social Collaboration Plattform einen kleinen Beitrag leisten können, und da sind wir überzeugt, dass wir das können, dass ein paar Leute weniger pro Woche in den Flieger steigen müssen, dann haben wir schon echt was gewonnen. Audi in Zahlen. Kommt da noch was? Nee, das ist jetzt irgendwie die Grafik. Schlecht. Also Produktionszahlen, das sind jetzt irgendwie die vorherigen, nicht mehr sichtbar. Letztes Jahr 1,8 Millionen Fahrzeuge verkauft, ausgeliefert an Kunden. Nehmen Sie zum Beispiel einen Standort, wo ich herkomme, Ingolstadt, da bauen wir jeden Tag 2.500 Autos. Das muss man sich mal so kurz zu Gemüte führen. Das sind enorme Zahlen, enorme Gütermengen, die da bewegt werden. Und selbst da gibt es dann, wir kommen nachher noch auf das Wer-weiß-was-Forum, das wir aufgezogen haben, selbst da gibt es schon coole kleine Beispiele, wie wir diese Prozesse direkt unterstützen können. Die Audi AG zum Stand Ende letzten Jahres 77.000 Mitarbeiter, inzwischen sind es noch einige mehr. Und wenn wir unsere Töchter noch dazu nehmen, sind wir inzwischen bei über 90.000 Mitarbeitern auf viele, viele Standorte weltweit verteilt. Und da kann man sich eigentlich unmittelbar vorstellen, wie wichtig moderne Arbeitsmittel sind, um diese Menschen effektiv und effizient zusammenarbeiten zu lassen. Die Audi-Strategie 2020, nur auch ganz kurz aufgelegt, geprägt durch Innovation, durch Verantwortung leben, durch Erlebnisse schaffen, vom Kunden her denken steckt da natürlich mit drin und Audi zu gestalten als interne Mannschaft, um 6 Hauptziele zu verfolgen. Und wenn Sie mal ganz rechts unten schauen, also die, die vorne sitzen, können das lesen. Weltweit attraktiver Arbeitgeber. Das ist natürlich insbesondere ein Claim, den wir für uns in Anspruch nehmen in der Enterprise 2.0-Welt, insbesondere darauf einzuzahlen, in dem War of Talents, in dem wir natürlich auch mittendrin stecken, auch da unseren Beitrag zu leisten, dass die spannenden, jungen, interessierten, leistungsfähigen Menschen zu uns kommen und natürlich auch bleiben. So, jetzt zum eigentlichen Social-Media-Umfeld. Solche Studien, denke ich, kennen Sie alle. Effektivität, Effizienz ist zu holen,
Man spricht da im Projektgeschäft von 20-30%, die man allein durch den richtigen Einsatz sozialer Plattformen hinkriegt im Innenverhältnis. Wichtig ist mir aber auch noch mal kurz zu reflektieren, wo kommen wir denn her? Wir kommen aus einer Welt, auch noch stark geprägt in den letzten Jahren. Da gibt es E-Mail, da gibt es File-Shares, da gibt es gelegentlich auch noch Menschen, die einen Fax verwenden. Und ja, diese Technologien, das wissen Sie alle, die sind von einem Geist geprägt, der ist so 15 bis 25 Jahre alt. Als ich 1993 an der TU München angefangen habe zu studieren, unter anderem beim Professor Breu, der vorhin schon erwähnt war, Informatik 1 bis 4 gehört habe, da ging das mit E-Mail gerade so los, aber es hat sich ja nicht wesentlich verändert seitdem. Ja, wir können ein bisschen besser suchen in den E-Mails, aber so richtig viel besser oder anders ist es nicht geworden seitdem. Und deswegen war eigentlich die Hauptaufgabenstellung in diesem Enterprise 2.0-Programm, diese Arbeitsmittel zu modernisieren und zu gucken, wie man das in unsere Audi-Welt bringt. 77.000 Mitarbeiter, die anderes gewohnt sind. Wie dann die Historie dazu gelaufen ist, dazu würde ich jetzt an dich übergeben, du bist länger in dem Programm. Genau. Also ich frage mal ganz kurz, wer war denn 2010 auf der NoTech? Dass wir mal sehen, wie viele Arme sind das? Oh, das sind ganz wenig, 10, 12. Vielleicht war der eine oder andere in dem Audi-Wikinet-Vortrag damals, 2010. Das ist vielleicht auch mal ganz schön, so ein bisschen die Historie zu verfolgen. Also wir haben unten in die Folien den Link reingepackt. Wer möchte, kann da gerne mal nachschauen, weil das Intranet, das Audi-Mainet, das redaktionelle Intranet, was in 2002 gestartet ist, wurde in 2007, 2008 durch das sogenannte Audi-Wikinet ergänzt. Das heißt, das war so das erste soziale Medium, was man im Intranet hatte, Confluence-basiert damals, und war die erste Möglichkeit für Mitarbeiter, User-Generated Content zu machen. Auch damals schon in den drei Anwendungsfeldern Projekt-Wikis, OE-Abteilungs-Wikis und Communities of Practice, was wir im Wesentlichen bis heute als Schablone, als Typisierung beibehalten haben. Und was aber jetzt dazugekommen ist, sozusagen die Dinge haben sich jetzt weiterentwickelt, da sagt der Frank gleich noch was dazu, sind nochmal vier weitere Plattformen. Jetzt stöhnt vielleicht der eine oder andere und sagt, was vier, warum kriegt man das nicht in eine konsolidiert? Ich persönlich glaube, dass in dem 2.0 auch drinnen steckt, dass wir nicht mehr danach streben, den einen großen Monolithen zu bauen, der alles kann, sondern mit den Worten von David Weinberger, er nennt sein Buch Small Pieces Loosely Joined, sozusagen kleine spezialisierte Systeme haben, die sich auf irgendwas fokussieren und ich dann dafür sorgen muss, dass die gut zusammenpassen. Also zum Beispiel, wer heute Morgen den Film von Covestro auf YouTube rausgeguckt hat und den vertwittert hat, dass sozusagen direkt in der Twitter-Timeline auch das Video angezeigt wird. Ja, oder wer bloggt auf WordPress, dass ich ein Video von YouTube oder Vimeo in meinen WordPress-Blog einbauen kann. Und wir sehen im Internet nirgendwo eine Tendenz, dass jemand darüber nachdenkt, Wikipedia durch Facebook abzulösen oder YouTube durch Wikipedia abzulösen, sondern wir haben diese Small Pieces, die in irgendeiner Art und Weise loosely joined sind, das heißt, die Betreiber sind andere, man hat sich auf Interoperationsstandards geeinigt. Und dementsprechend sind da eben mit Audi Docs, Audi Team, Audi Contacts und dem Audi Media Center nochmal vier Plattformen dazugekommen, auf die der Frank gleich im Detail eingeht. Ich will noch zwei Sätze sagen zur Adoption-Strategie. Ich denke, zweierlei Sachen sind wichtig. Das eine ist so diese Bottom-up-Denke. Also man muss die Mitarbeiter in ihrem täglichen Arbeitsprozess mit den Werkzeugen unterstützen. Das bringt nicht viel, die großen 2.0-Reden und wie wird die Zukunft werden zu schwingen, sondern man muss gucken, wo die ganz normalen täglichen Sorgen und Nöte sozusagen abgebildet sind. Sehr viele Meetings, sehr viele E-Mails, die Arbeit wird immer mehr. Man hat das Gefühl, mit den gleichen Leuten immer mehr tun zu müssen. Es sind Dinge abzustimmen, die Welt wird komplexer. Also man muss da wirklich an diese Bottom-up-Themen ran mit den Use Cases. Gleichzeitig aber auch, dass man Support in der Führung bekommt, muss das Ganze strategisch aufgehangen sein und dementsprechend gab es eben auch diese Enterprise 2.0-Strategie, die eben versucht, mit diesen vier Feldern, auf die wir fokussieren, höhere Innovationskraft, mehr Effizienz in der Zusammenarbeit, die höhere Arbeitsplatzattraktivität und auch das Image, die Wirkung des Unternehmens nach außen, eben mit diesen Medien zu unterstützen. Also nicht bottom-up oder top-down, sondern idealerweise beides zusammen. Genau. Gut, die fünf oder sechs Tools, ja, wir haben da ein paar Teller gleichzeitig in der Luft gehalten. Ich gehe ganz kurz durch.
Wir werden uns hauptsächlich mit den Beispielen jetzt im Nachgang dann kommen, und das ist, glaube ich, ja eigentlich das Spannende. Also was ist jetzt daraus entstanden aus diesen Plattformen? Wir werden uns dann auf Auditeam fokussieren. Audidocs, dokumentenorientierte Collaboration, Basis Microsoft SharePoint. AudiMinet, ein jetzt sozial gewordenes Intranet mit redaktioniertem Inhalt, mit Freigabeprozess, wie man das halt so kennt. Audi Media Center war im Rahmen der Launch-Kommunikation noch ein bisschen versteckt, weil es war letztlich ein Bestandteil des Intranets, die Videoplattform fürs Intranet. Ich habe es jetzt mal eine Ebene hochgezogen, weil wir das Ding jetzt insbesondere im Rahmen einer Bachelorarbeit, die jetzt zum 1.11. startet, massiv ausbauen werden. Wie es heute aussieht und was danach kommt, sage ich Ihnen dann gleich. Audi Contacts ist zum einen das Audi-Telefonbuch, wo Sie einfach nach Namen, Abteilungen und so weiter suchen können, die Abteilungsstruktur abgebildet haben und darüber Menschen finden können. Das hat aber auch, und da sind wir sehr stolz drauf, einen starken Fokus auf freiwillig bereitgestellte Profilinformationen. Sowas wie ein Foto, sowas wie meine Erfahrungen, meine Projekte und solche Dinge. Also all das, was nicht im Sub-HR steht. Audi Wiki, eine Wissensmanagement-Plattform à la Wikipedia, so wie man sich das halt vorstellt. Und Audi Team auf Basis von Chive, eine Social Collaboration-Plattform mit Blogs, mit Diskussionen, mit Meinungsbildern und all solchen Dingen. Das ist sicher die Plattform, die am weitesten weg ist, auch emotional am weitesten weg ist von der Welt E-Mail, File-Shares, wo wir herkommen. Ja, es sind letztlich 6 Plattformen, da steckt eine ganze Menge Technik auch drunter. IBM WebSphere, Adobe CQ und so weiter und so fort. Trotzdem haben wir versucht, haben die Kollegen versucht, das den Leuten so einfach wie möglich zu machen. Und ich zeige Ihnen jetzt als nächstes ein paar Screenshots, einen von jedem Tool. Und wenn Sie da genau hinschauen, dann werden Sie es insbesondere feststellen, die Dinger schauen in etwa alle gleich aus. Und gleiche Funktionen sind an gleicher Stelle verortet. Das heißt, wir haben uns stark auf Themes and Skins konzentriert und haben die Oberflächen, die Bedienung so gleich wie möglich gemacht. Das hat natürlich technische Grenzen oder auch mal kaufmännische, dass irgendein Eingriff in eine Bestandssoftware dann halt irgendwann zu teuer wäre, nur um des Gleichmachens willen. Aber ich glaube, das war ein wichtiger Faktor, die Dinger eben in ihrer Gestaltung möglichst gleich zu haben, um die Leute zum Mitmachen zu animieren. Das Audi MyNet ist nach wie vor, ich zeige nachher noch Zahlen, Daten, Fakten, das Intranet ist nach wie vor das Medium mit den meisten Aktivitäten. Dort wird auch fleißig kommentiert inzwischen. Jeder Redakteur, der eine Seite veröffentlicht, kann für seine Seite entscheiden, ob Kommentare zulässig sind. Die Voreinstellung ist natürlich ja, Kommentare sind zulässig, und es kommt sehr selten vor, dass ein Redakteur mal sagt, nee, ich mag jetzt da keine Kommentare. Es gibt News-Kanäle, die man abonnieren kann, also Informationsflut bewältigen. Rechts sehen Sie Videos, die auf die Seite gestellt werden, die dann aus dem Audi Media Center kommen. Also auch da kann man schon sehr stark gestalten, was will ich denn sehen, wenn ich dieses Intranet jeden Tag starte. Audi Media Center, das sieht so ein bisschen aus wie YouTube. Da sind aktuell Videos drin, die man raten kann, die man einbinden kann. Wir werden das jetzt ausbauen zu einer Plattform, auf der auch Tondokumente und Bilddokumente eingestellt werden können, die dann auch im Zugriff beschränkt werden können. Das ist gerade im Zusammenhang mit den Communities sehr interessant. Wir haben sehr viele Communities, teilweise sehr, sehr große, die aber geschlossen sind, die auf Bereiche eingeschränkt sind beispielsweise. Und mit den Erweiterungen im Media Center können wir den Community Managern, den Wiki-Gärtnern und so weiter die Möglichkeit geben, Content dort einzustellen, den aber dann nur die sehen, die auf der geschlossenen Community oder auf dem geschlossenen Wiki berechtigt sind. Audi Contacts, wie gesagt, ein Telefonbuch plus soziale Profilinformationen plus persönliches Netzwerk bilden können. Das sehen Sie so ein bisschen rechts in diesen zwei Spalten. Minus heißt, das ist jemand, mit dem ich vernetzt bin. Eine Uhr heißt, den habe ich angefragt und warte noch auf die Antwort, also so wie man das von Facebook oder Xing her auch kennt.
Wir haben schon viele Fotos drin, aber das sehen Sie gleich noch. Audi Docs, wie gesagt, Microsoft SharePoint-basierte Dokumenten-Collaboration. Unten auf der Startseite sieht man dann die Räume, auf denen man berechtigt ist, und oben die Filebox. Das ist auch ein nettes Gimmick, das wir so als Mitnahmeartikel dann eigentlich bereitstellen konnten. Sie kennen alle die Situation, ich habe irgendwelche Dokumente, die ich verschicken will, die sind viel zu groß für eine Mail. Mit der Filebox schicken Sie Ihrem Kommunikationspartner oder auch mehreren einfach einen Link. Dann hat er 24 Stunden Zeit, den Content da runterzuladen, und wir entlasten das Mailsystem dadurch. Ist eine Kleinigkeit, die aber unglaublich intensiv genutzt wird. Audi Wiki, ja, halte mich jetzt kurz, so wie man sich sowas vorstellt. So, und jetzt zum Audi Team. Wie gesagt, eine Diskussionsplattform, und ich glaube, wir gehen jetzt als nächstes intensiv in die Beispiele rein, dass wir dann noch ein bisschen Zeit haben. Und ja, vorher noch ganz kurz, 90-9-1-Regel, ich glaube, die ist auch weitgehend bekannt. Da sind wir Gott sei Dank ein Stück besser. Hier ein paar aktuelle Zahlen, auf wenige möchte ich fokussieren. Wenn Sie bei Audi Team schauen, Communities, sind wir aktuell bei 246, die im Unternehmen genutzt werden. Aktuell sind wir Audi Deutschland ausgerollt, Wikis 162, und wir sehen nach wie vor jeden Monat weitere Steigerungen. Bei Audi Contacts 15.000, 16.000 Profilfotos, die schon eingestellt sind. Nicht alle 77.000 Audianer nutzen diese Medien regelmäßig. Produktionsmitarbeiter, für die ist das nicht ganz so spannend noch im Moment. 261.000 Kontaktbeziehungen. So, und jetzt zu den Beispielen, da übergebe ich wieder an dich. Ja, also ein paar Beispiele aus der Launch-Kampagne. Wir haben zum Beispiel mal die Leute, erstes Beispiel, Crowdsourcing in der Launch-Kampagne ausprobieren lassen. Jetzt kann man sich in Deutschland überlegen, was für ein Thema nimmt man da, dass alle mitmachen können. Da kann man Fußball nehmen oder Autos. Autos ist im Automobilkonzern langweilig. Fußball ist vielleicht nicht so richtig gegendert. Das heißt, wir haben uns das Thema Kochen geschnappt. Es konnten alle Mitarbeiter sozusagen Rezepte pitchen in der Community, und dann konnte man per Like-Button sein Lieblingsrezept auswählen, und aus dem Rezept, aus den Top 50 Rezepten ist sozusagen dann hinterher auch ein physisches Kochbuch gemacht worden, was dann verkauft worden ist und an einen guten Zweck der Erlös gespendet worden ist. Und die Audi-Kantine hat sozusagen 2 Wochen lang in Aktionswochen die besten Rezepte aus dem Kochbuch gekocht, ja, damit man so ein bisschen diesen Übersprung von virtuelle in physische Welt auch mitbekommt. Ja, Dinge, die wir heute hier auf der Konferenz sprechen, gehen vielleicht übermorgen auf Twitter weiter, und vielleicht wird da ein Projekt draus. Also es ist nicht alles online oder offline, sondern man hat einfach diese Kombination. Ganz witzig, gab es das Butterbrotrezept. Sie sehen, das ist tatsächlich das ganze Rezept. Anleitung: Butter mit einem Messer aufs Brot schmieren. Ich habe vorgestern nochmal geguckt, hatte 164.000 Klicks. Ja, das heißt, das ist was man gar nicht planen kann in der Kommunikationskampagne, womit aber sofort, Sie haben es gehört, 70.000 Mitarbeiter, 160.000 Klicks. Da weiß man, dass jeder mal an diesem Butterbrot vorbeigekommen ist. Zweites Beispiel, auch vielleicht naheliegend, designt nach dem, was wir im Internet kennen, gutefrage.net, Yahoo Clever, also Question-and-Answer-Portale, ist eine Community, die nennt sich Wer weiß was, und ich denke, man kann sagen, das ist die, die am besten von alleine läuft mit dem wenigsten zentralen Aufwand. Da kann einfach jeder Mitarbeiter jede Art von Frage einstellen, die ihn sozusagen umtreibt. Und die wird innerhalb von sehr schneller Zeit beantwortet. Und das ist auch überhaupt nicht eingeschränkt. Also das ist von Fragen, wie ich mein iPhone bediene, hat irgendjemand eine bestimmte Art von Messgerät, kennt sich damit aus. Also das ist wirklich ganz, ganz bunt gemischt. Da gibt es ein ganz tolles Beispiel. Sie können sich vorstellen, 2.500 Autos am Tag, ganze Material dafür. Wir haben irgendwas zwischen 1200 und 1500 LKWs, die jeden Tag ins Werk oder an die Anlieferstellen fahren. Da gibt es eine LKW-Leitstelle dafür, und da hat mal der Leiter dieser LKW-Leitstelle hat mal gepostet: Ja, ich kann hier zwar ein paar Sprachen, aber ich bräuchte so 5 bis 10 Sätze, die ich oft brauche, um dem LKW-Fahrer klarzumachen, was er als nächstes tun soll, in möglichst vielen Sprachen. Wer kann helfen? Nach einer halben Stunde hatte er 30 Sprachen. Also die Zusage von Menschen, die ihm gesagt haben: Ja, schick mir deine Sätze, ich übersetze dir das in 30 verschiedenen Sprachen. Wenn er das irgendwie anders versucht hätte, über die Beschaffung, Übersetzungsdienst oder wie auch immer, no chance. Also wer sowas startet, Q&A-Community ist ein sehr guter Ausgangspunkt auf jeden Fall. Dann haben wir so ein Multiplikatoren-Netzwerk Wurzeln dafür gelegt, die sogenannte Zusammenarbeit 2.0-Community. Das ist eine Community von Leuten, die diese neuen Arbeitsweisen in die Breite bringen.
Das war zunächst im Launch im April letzten Jahres eine reine Online-Community mit News. Wir haben das im Oktober ergänzt. Es gibt jetzt mittlerweile auch ein monatliches physisches Treffen, wo die Leute zusammenkommen, wo wir Good Practice Cases in Form von Vorträgen mal vorstellen. Das wechselt in der Regel. Das sind mal interne, das sind mal externe. Man sieht den Carsten Ehms, der sitzt auch hier irgendwo. Hat er auch schon mal gesprochen, über die Siemens-Erfahrungen berichtet. Und das ist, denke ich, was, um genau diese Good Practices, die wir in dem Talk von Laurie vorhin gehört haben, auch sichtbar zu machen. Also aus den Communities, die vielleicht zu Recht, weil es ein geheimes Projekt ist, versteckt sind, trotzdem mal Leute auf eine Bühne zu stellen und mal drüber erzählen zu lassen. Und dann im direkten Gespräch erzählt man da vielleicht doch die eine oder andere Sache. Ja, dann eure Community aus der Abteilung. Genau. Nur ganz kurz, wir nutzen das intensiv als Kommunikationsmittel. Ein Beispiel für mich als Leiter, ich sitze in irgendwelchen Gremien oder Leiterrunden oder wie auch immer drin, habe dann Informationen, die ich an meine Mitarbeiter weitergeben will. Früher, ich muss auf die nächste OE-Runde warten oder eine E-Mail schreiben. Jetzt, ich blogge das, was ich kommunizieren will und nutze die Zeit in der nächsten Abteilungsrunde, um über das bereits Kommunizierte zu diskutieren. Die Zeit meines Erachtens viel besser investiert, als nur die Information zu transportieren. Auch schön da unten, die vorne sind, sehen es vielleicht wie bei spiegel.de, so ein minutengenauer Blog, wie man es von einem Fußballspiel kennt, aus einem Workshop in Italien, konnten einfach die Leute in Ingolstadt up to date bleiben, was da gesprochen worden ist. Ja, dann, das war so das erste große Beispiel, wo dieses Crowdsourcing-Prinzip aus Audi kocht, dann operativ auch umgesetzt worden ist, die App-Challenge. Es ging darum, Ideen zu entwickeln für Apps rund ums Automobil. Muss ich gerade die Zahlen genau sehen. Immerhin 221 Ideen eingereicht, 6.000 Besucher, 2.300 Votes und es sind, denke ich, auch die ersten Apps mittlerweile in der Umsetzung. Genau, also die Top 3 Apps sind jetzt in der technischen Entwicklung in der Umsetzung. Es ging eben darum, endkundenrelevante App-Ideen zu entwickeln. Ja, und das war eine ganz coole Aktion im März. 4 Wochen vor der Jahrespressekonferenz hat unser Finanzvorstand Strothbeck, zu dem gehören wir als IT auch zum Geschäftsbereich, gesagt, Mensch, da Anfang März sitzt der gesamte Vorstand mit den Redakteuren, mit den Pressevertretern zusammen und die dürfen beliebig Fragen stellen und wir antworten. Ich würde das gern auch mal den Audi-Mitarbeitern ermöglichen, dass sie beliebig Fragen stellen dürfen. Und dazu hat er eine Community aufgesetzt, Audianer konnten Fragen stellen. Da waren sie jetzt noch ein bisschen vorsichtig im März. Ja. Es wurden nur 19 Fragen gestellt, aber die hatten dann 23.000 Ansichten und 1.100 Likes. Und der Herr Strothbeck hat dann die Top 4 Fragen in einem Videoblog beantwortet und die anderen 15 seinen Direct Reports gegeben. Ihr antwortet bitte in der Community auf diese Fragen. Und das ist dann auch vollständig passiert. War eine ganz klasse Aktion. So, als letztes Beispiel haben wir noch unser jüngstes Baby mitgebracht. Wir waren ja vorletztes Jahr mit dem Thema MOOC in Social Intranets hier mal, wer das nicht kennt, MOOCs, Massive Open Online Course. Wir haben jetzt im Rahmen dieser Zusammenarbeit 2.0 Community einen Zusammenarbeit 2.0 MOOC gestartet. Der läuft ab jetzt Montag, 26.10., 7 Wochen lang, wo wir mit den Mitarbeitern zusammen einfach die einzelnen Themen nochmal besprechen wollen, ihnen Informationen geben, aber sehr viel diskutieren wollen auch. Wofür sind die sozialen Medien? Wofür verwendet es wer? Wer hat welche Schwierigkeiten? Wir sind jetzt gerade in so einer Auftaktwoche, dann kommen 5 Themenwochen, gefolgt dann auch von so einer Abschlusswoche, wo wir nochmal zusammenfassen wollen. Und du hast, glaube ich, gerade die aktuelle Zahl bekommen. 625. Genau, also 625 Leute machen da mit. Da kann man mal so in 8 Wochen, können wir vielleicht mal twittern, wie das dann final ausgegangen ist. Genau. Ja, dann haben wir zum Abschluss, Moment, der schaltet nicht, auch nochmal so die Lessons learned, was haben wir gelernt? Genau, also interessante, geeignete Themen, exklusiver Content, ja, die Leute damit auf die Plattformen locken, gerade Jive, wie gesagt, Audi-Team weit weg von dem, was die Leute kennen, der Moderator und wir als Führungskräfte müssen einfach aktiv dabei sein. Es muss klar sein, ja, Peer Group, es muss klar sein, dass es wichtig ist, dort zu sein. Und deswegen auch die Conclusion Enterprise 2.0 kann man nicht einführen, das kann man nur werden. Wie geht's weiter? Wir sind gerade am internationalen Rollout. Wir haben unsere Tools 7-sprachig verfügbar, seit vorletzter Woche, weil wir der Überzeugung sind, dass unsere internationalen Standorte da eine möglichst kleine Hürde brauchen. Also User-Generated Content eh in der Landessprache, aber auch die Bedienoberflächen sollten in Landessprache sein, um die Leute mitnehmen zu können. Mobile Verfügbarkeit kommt nächstes Jahr, ist absolutes Killer-Feature, wollen ganz viele haben und das ist vor allem meine Aufgabe mit meiner Truppe, Adoption. Enterprise 2.0 ist nur
nur ein bisschen Technik, das aber in einem viel größeren Kulturzusammenhang zu sehen ist, im Arbeitsplatz der Zukunft und in der Arbeitswelt 2.0. Und dass wir das gar nicht so schlecht machen, haben wir jetzt im Oktober nochmal gezeigt bekommen. Links unser CIO, der Herr Ulbrich, hat den Digital Transformation Award stellvertretend für uns, aber letztlich für die ganze Firma entgegengenommen. Wir wurden da im Bereich Unternehmenskultur ausgezeichnet und das war sicher nur möglich, weil neben der IT ganz, ganz viele im Unternehmen hier mit angeschoben haben und ein paar von denen sitzen sogar hier in den Reihen aus dem Personalwesen, aus der Finanz, die uns da ganz, ganz aktiv unterstützt haben in der Entwicklung und Einführung dieser Tools. Und von daher Erfahrungsbericht, ja, auch ein Stück weit ein Erfolgsbericht. Wir sind sehr stolz auf das, was wir da erreicht haben und wissen aber auch, dass wir gerade am Anfang stehen. Ja, wir sind seit 1,5 Jahren live mit den ersten Plattformen und jetzt geht es erst richtig los. Dankeschön. Dankeschön.